Seid ihr herzlich willkommen. Das 3 Fragezeichen Orakel. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, dieser Orakel buchen oder einen anderen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Diese Aufnahme erscheint am 24. April. In diesem Tag haben wir Vollmond. Darüber habe ich ein extra Video gemacht. Was ich aber kurz noch dazu erwähnen möchte, ein Vollmond ist dann, wenn Sonne und Mond gegenüber ist, nach indischen Berechnung. Und das ist eine sehr präzise Berechnung. Sonne befindet sich im Widder in Ashwini Mondhaus und das hat eine heilende Wirkung. Gegenüber Mond befindet sich im Zeichen Waage in Swati Mondhaus und das bedeutet unsere Selbstdarstellung, aber auch unserem seelischen Zustand. Mars bedeutet die Kraft, aber auch die Männer. Venus bedeutet Liebe und symbolisiert uns Frauen. Beide Liebesplaneten befinden sich in selben Zeichen, nämlich in der Kreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, dieses Wasserelement hat einen Einfluss auf die Liebesangelegenheit und diese Energie ist eine schöne Liebesenergie. Das sind Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Was noch wichtig ist, dass Merkur war bis jetzt rückläufig und das bedeutet oft ein Rückblick in die Vergangenheit, aber manchmal bremst die Geschehen auch. Und in diesem Tag, 24. April, ändert die Richtung und bewegt sich vorwärts. Also kommt mehr Bewegung, Kontakten, Verbindungen und vor allem Kommunikation. Und jetzt schauen wir an seinen Gedanken. Er zweifelt an sich selbst oder er zweifelt an etwas. Vielleicht zweifelt an dieser Liebe. Auf jeden Fall er grübelt. Es geht ihm nicht gut. Und neben ihm, also ganz oben, die erste Karte zeigt langfristigen Plänen. Aber es gibt Hindernisse, es gibt Einflüsse von außen. Da sehen wir auch in die linke Seite diese falsche Person. Jemand versucht ihm zum Schaden. Was oben diese Karte für mich auch bedeutet, eine Reise oder Sicherheit, Stabilität, verankert zu sein. Aber jemand schadet ihm und jemand versucht, ihn unsicher zu machen. Und er hat momentan das Gefühl, er verliert den sicheren Boden unter seinen Füßen. Anker bedeutet oft auch Beruf, Berufung. Entweder handelt es sich um eine Reise oder handelt es sich um seine Sicherheit, Stabilität, das kann auch die Finanzen sein, oder passiert das im beruflichen Umfeld. Im Hintergrund ist eine falsche Person, das ist ihm bewusst. Deswegen zweifelt er an etwas oder grübelt zu viel.
Seinen Gefühlen sehen wir in die linke Seite und dort erscheint diese falsche Person, wahrscheinlich eine falsche Frau. Das kann die Ex sein oder wenn er noch in einer Beziehung lebt, dann kann diese Frau auch sein oder jemand von Familie, aber kann Arbeitskollegin auch sein. Vermutlich handelt es sich hier um eine Frau und diese Frau beobachtet ihn und schadet ihm auch ganz bewusst. Und das, worüber er Gedanken macht und das, was er auch fühlt. Aber in die linke Seite unten gibt das große Glück. Vielleicht öffnet diese Situation sein Auge und kommt drauf, dass diese Frau falsch ist. Und das könnte für dich, für euch beiden ein großes Glück sein. Oder kommt eine Wende, er kann das abschließen und dieser Glück begrüßt ihn, begrüßt euch beiden. Was wird er tun? Das sehen wir in die rechte Seite, ein Geschenk. Du bekommst ein Geschenk, eine gute Nachricht oder er schenkt dir etwas. Allerdings, dieser Geschenk erscheint bei der Runenkarte auch unten in die linke Seite. Diese Rune bedeutet auch ein Geschenk überreichen. Also wirst du ein Geschenk bekommen. Und dieses reiches Mädchen bist du, das kann Wohlstand bedeuten oder Gewinn bedeuten, aber dieser Reichtum zeigt auch deinen inneren Werten. Du bist für ihn wertvoll, kommt eine glückliche Wende und er schenkt dir etwas. Allerdings, dieses reiches Mädchen kann eine zweite Person auch bedeuten. Erstens beschreibt deine Eigenschaft, dass du wertvoll bist, aber abgesehen davon kann auch eine Frau sein in deiner Umgebung und diese Frau ist gutmütig und hilft dir. Diese Frau unterstützt dich. Was euch beide betrifft, würde ich sagen, dass dieses reiches Mädchen dich, deine Eigenschaft symbolisiert oder kann Wohlstand natürlich auch sein. Was verbindet euch, das sehen wir in die Mitte. Diese ungarische Karte hat mein Mann gemacht, das sind Buchstaben. In die Mitte sind die alte Schreibweise, was man Rovas-Irasch nennt. So ähnlich wie bei Germanen die Runen. Und das sehen wir unten in die linke Seite. Heute haben wir die Buchstabe B. Und jetzt können wir überlegen, was bedeutet das? Das kann Name sein, wie zum Beispiel Beata oder Barbara oder Bernd. Kann Ort auch sein, Berlin oder Belgien, kann auch ein Wort auch sein, bald, bald bekommst du dieses Geschenk, oder Bär, du hast diese Kraft, diese Stärke. Die alte Schreibweise ist in die Mitte, das ist wie ein Kreuz und das ist ein Treffen. Euren Schicksals wegen kreuzen sie sich. Und dieser Treffen ist in die Mitte und ihr werdet neu orientieren, überlegen gemeinsam, wie soll das weitergehen, in welche Richtung. In die linke Seite haben wir diese Runen, das gleiche alte Schreibweise, bedeutet ein Geschenk überreichen. Die Tagesenergie sehen wir unten in die rechte Seite, ein Spiegel. Das Leben spiegelt dir gerade etwas. Das Fenster ist offen. Du bist offen für dieses Ereignis
bist offen für diesen Einfluss von außen. Dieser Spiegel kann auch bedeuten, dass du in die Spiegel schaust und überlegst, soll ich dieses Kleid anziehen oder vielleicht eine andere. Du bist offen für Veränderungen. Hier ist wichtig, erkennen, was spiegelt gerade das Leben und in die Spiegel schauen. Und ist wichtig die Zufriedenheit. Du bist schön, so wie du bist. Und andere Menschen sehen dich auch so. Und diese Fenster, die Offenheit, kann auch Internetkontakten auch sein. Und das war diese Aufnahme. Wenn dir diese Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du diese Aufnahme likest oder abonnierst meinen Kanal. Du kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben. Oder was bedeutet für dich Buchstabe B? Und kannst gerne mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.